Ich bin jetzt auch ohne Gallenblase gallig, aber fühle mich wirklich wieder sehr gut, muss ich sagen. Die Schmerzen sind ja schon mit der OP weggegangen, aber mittlerweile fühle ich mich auch wieder absolut bei Kräften. Ja, es war für die Mannschaft wichtig, dass sie mal wieder erkannt hat, dass man, wenn man miteinander agiert, wenn man gemeinsam was auf den Platz bringt, man auch erfolgreich sein kann. Und ich denke, dass das fürs Ego, fürs Selbstbewusstsein auf jeden Fall positiv auch mit in das Duisburg-Spiel genommen werden kann. Wir werden dahingehend die Euphorie, die wir dort eben bekommen haben und durch die Geschlossenheit, die Mannschaft eben gezeigt hat in dem Spiel, und man hat gesehen, man hat den Erstligist ausgeschaltet, das gibt Selbstbewusstsein und das werden wir auch gegen Duisburg zeigen auf dem Feld. Ja, wir haben die letzten 2-3 Tage natürlich erstmal dazu benötigt, dass vor allen Dingen die im Einsatz waren, sich auch wieder regenerieren, dass sie wieder etwas Frische kriegen. Wir haben mit den anderen etwas härter trainieren können. Wir haben leider die Personalien nicht wesentlich verbessern können. Der Romu und der Dominik sind wieder im Training dabei, aber der Rodney zum Beispiel wird noch nicht wieder mittrainieren und wird auch wohl bis Weihnachten nicht mehr zum Einsatz kommen können. Ja, den Duisburgern geht es ähnlich wie wir. Die sind bislang nicht so erfolgreich gewesen und wollen da wieder weg und werden sicherlich auch vom Willen und von der Einstellung her einiges auf den Platz bringen. Wir müssen da einfach stärker sein und wir müssen einfach mehr wollen. Ja, ich erwarte schon, dass wir von unserer Seite ein gutes Spiel machen, dass wir ein Spiel machen, das sicherlich läuferisch und kämpferische Noten hat, aber das auch eine offensive Ausstrahlung hat. Und wir wollen schon nach vorne spielen und wir wollen Tore machen. Wir wollen effektiv sein und das ist der Ansatz, den wir am Sonntag umsetzen wollen. Wir werden alles daran setzen, dieses Spiel zu gewinnen. Das Spiel gegen Mainz jetzt im Pokal hat uns natürlich nochmal Auftrieb gegeben, nochmal Tick Selbstbewusstsein für das Spiel gegen Duisburg, aber ich bin guter Dinge, dass wir das Spiel gewinnen.